Guten Tag, wir beschäftigen uns in diesem Video des Astropolarity-Fernstudiums mit der Konstellation Mars-Neptun. Mars-Neptun kommt in diesem Geburtsbild zustande über den Planeten Mars, der selbst im Zeichen Fische steht. Die anderen Möglichkeiten, wie Mars-Neptun formell zustande kommen kann, obwohl das dann trotzdem aber inhaltlich immer erstmal das Gleiche ist, wären ja, dass der Neptun selbst in Feld 1 stünde oder der Mars nicht wie hier im Zeichen Fische, sondern im analogen Feld Nummer 12 oder dass zwischen den beiden Planeten Neptun und Mars ein Quadrat, eine Konjunktion oder eine Opposition besteht. Hier in diesem Geburtsbild ist nur, das heißt nur, also, ist die Mars-Neptun-Konstellation gegeben durch die Zeichenstellung des Marses selber, nämlich in den Fischen. Wie schon oft auch an anderen Stellen gesagt, ist es ja so, dass dass der Umstand, dass eine Konstellation einmal, eventuell aber formell zwei-, dreimal auftaucht, erstmal für die Deutung an sich nicht von großer Wichtigkeit entscheidend ist, was ein Mensch aus einer entsprechenden Konstellation macht. Und dieses Geburtsbild hier ist in dem Falle beispielhaft gar nicht nicht das Geburtsbild eines Menschen, sondern ein sogenanntes Ereignisgeburtsbild. Das Ereignis hatte im Grunde genommen als Inhalt, dass dort zu einer bestimmten Zeit eine Nachricht zwischen zwei Menschen hin und her wanderte, die einen sehr, sehr authentischen hohen Wahrheitsgehalt hatte, so als wie wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten haben und da aber eine enorme Wahrheit mit einem auch großen Nachdruck sozusagen informativ geflossen ist zwischen diesen beiden Menschen. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Analogie, beziehungsweise andersrum kann man sagen, dass die Mars-Neptun-Konstellation, die sich ja hier auch, wie Sie sehen, in Feld Nummer 3 abspielt, dass das eigentlich eine Konstellation damit ist, die diesem Umstand, diesem Ereignis im Sinne dessen, was da inhaltlich passiert ist, Rechnung trägt. Denn das dritte Feld hat natürlich mit der kommunikativen Ebene zu tun. Dass der Fisch an der dritten Felderspitze ist, ist insofern sehr stimmig, als ja auf der kommunikativen Ebene oder dass die kommunikative Ebene hier von Wahrheit, und das entspricht dem Zeichen Fische, gefüllt war. Und der Nachdruck, sprich also der energetische Druck, der in dieser Situation geherrscht hat, im Sinne, dass hier mit Nachdruck einer Wahrheit innerhalb einer kommunikativen Ebene Nachdruck oder Ausdruck auch verliehen werden sollte, das ist durch den Mars im dritten Feld symbolisiert. Insofern ein natürlich konkretes Beispiel für eine Mars-Neptun-Konstellation durch Mars in den Fischen beispielsweise, aber das dahinterstehende in dem Sinne Ereignis, Geburtsbild, hat diese Mars-Neptun-Konstellation, die hier im dritten Feld stattfand, in einer sehr, sehr, sehr deutlichen und leicht auch ablesbaren Weise symbolisiert. Vielen Dank.